So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Medieval, ja, Nummer 2 ist das Jahr Crusade. Ich habe etwas zu verkünden und zwar nichts Schlimmes, sondern nur eben hier zu dem Spiel. Wir haben uns da vorgenommen, dass wir ein paar mehr Teile von Total War spielen wollen. Wir haben angefangen mit Shogun. Na gut, eigentlich habe ich angefangen mit Warm Total War. Dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt hau ich mal richtig los. Shogun 1. Okay, war ein Epic Fail. Dann Medieval 1 wollte ich eigentlich machen, aber habe festgestellt, dass das ganz schön scheiße ist. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann ja gedacht, wir wollen uns ein bisschen hocharbeiten. Sind dann wieder bei Warm Total War angefangen. Dann bei Medieval 2, normal, jetzt mittlerweile schon Crusades. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, da ja noch so viel kommt, wir wollen ja, bevor wir mit Empire Total War dann weitermachen, auch noch erst die ganzen Mods zu Medieval und Co. spielen, sprich Schwert und Speer, Conquer the World, vielleicht auch nochmal Third Age. Da sind so viele Mods, da sind auch noch viele, die noch gar nicht fertig sind, aber vielleicht spiele ich die auch, müssen wir mal gucken. Und ach, hast du nicht gesehen? Habe ich mir gedacht, mache ich jetzt etwas, was in Leonie, das sein Let's Plays auch immer zu sehen war. Ich werde nicht jede Schlacht selbst kämpfen, weil das doch schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern ich werde einfach mal gucken, wie der Ausgleich ist. Wenn ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, als der Gegner zu gewinnen, werde ich es automatisch kämpfen lassen. Und auch wenn die Chance 50-50 besteht. Allerdings, wenn ich merke, ich bin im Nachteil, dann kämpfe ich selber. Und ja, mal gucken, ob wir so ein bisschen ja, Zeit dann wieder raus. So, jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Nächstes, da steht jetzt eine Menge drumherum. So, das habe ich eingenommen. Hier unten hatte ich auch einen Angriff abgewehrt. So. Kann ich von hier noch irgendwas jetzt erstmal abziehen? Ne, die bleiben erstmal alle da. Von hinten sowieso nicht. Das würde viel zu lange dauern. Gut, wo ist denn hier mein Typi? Mein Meuchelmörder. Das ist der Spion. So, da kann man hier weitergehen. Okay, hier geht schon Antiochia weiter. Wo ist denn hier mein Attentäter? Da ist er. Ah, kann keine. Müsste mit dieser Runde ausführen. Ja gut, dann wollen wir mal die Runde beenden. So. Kreuzzug plündert Konstantinopel. Der vierte Kreuzzug hat gemeinsam mit seinen venezianischen Verbündeten die Stadt Konstantinopel gebrandschatzt. Weder Reichtümer noch Frauen oder Heiligtümer blieben von dieser scheußlichen und grauenhaften Tat verschont. Ja. Also hier. Wenn ich mich auch recht entsinne, müsste Venedig jetzt eigentlich dann da oben ja das Gebiet eingenommen haben. So, Stadt wächst. Alexandria. Ja, die müssen wir dann mal vergrößern. Kriegt dann eine Verbesserung da rein. Okay. Eignis seiner Seite, neues Familienmitglied. Blablabla. Vergrößert sich, okay. Baubericht, Kairo, Rüstungsschmied. Können wir erstmal. Oh, hier habe ich ein paar mehr Generäle. Dann kann ich ja. Sowas hier und dann kann ich hier mal. Assassinen. Dann brauche ich ein bisschen Kavallerie. Und die hier. So, hier haben wir eine Fruchtfolge, dann können wir hier auf jeden Fall Minen schmeißen bauen. Die können wir hier alle fortbilden. So. Da bilden wir nur den fort. So, jetzt muss ich mal hier gucken mit meinem Meuchelmörder. Das ist nur ein Hauptmann. Das sind alles nur Hauptmänner, nicht wahr?
Gibt es ein Ziel, das ihr im Sinn habt? Oh, warte mal, ist da etwa nichts? Meine Ohren sind die Eure. Doch. Niemand wird mich sehen oder hören. Niemand wird mich sehen oder hören. Man, das macht folgendermaßen. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen durchblicken. So. Erfolgreich. Okay. So, jetzt zum Beispiel wie hier. Da sehen wir die Armeeverhältnisse 3 zu 2. Meistens bekommt der Computer einen Vorteil. Das heißt, wir werden einige Verluste dann hinnehmen, aber damit das Ganze ein bisschen schneller vorangetrieben wird, nehmen wir das jetzt mal in Kauf und probieren das mal aus. Und haben aber einen Sieg davon getragen. Hamdadila. So. Wie mein Sultan befiehlt. Mal noch hier so ein Typ dazu. Es wird ein ehrenhafter Kampf. Belagere den Feind. So, und dann wollen wir mal hoffen, dass die Belagerung erfolgreich wird. Mein Sultan sagt, ihr seid großer Sultan. Schon 31% islamisch, okay. Weiteres Merkmalland. Plus 2 Ritterlichkeit. Na gut. Dann wollen wir mal die Runde beenden. Und wir wurden nicht angegriffen. Volljährigkeit. Ach ja, jetzt will ich da mal die anderen da unten mal alle ein bisschen noch rausholen. So. Na, ein Rathaus wäre hier vielleicht gar nicht so verkehrt. Dumia, wo ist das denn? Nee, ach, da brauche ich erstmal gar nichts. Erstmal gar nichts. So. So. Der hat Kommando 3, der hat nur 1, der hat 4. Gut, das heißt, der kommt schon mal mit einer Armee hier raus. Ich muss noch Ungläubige töten. Machen wir hier so ein paar Gulamzonen. Wie ihr wünscht. Sultan! Befehl! Jawohl! Leder! 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Wie kann ich dienen, Sultan? 5, 6. Na, kann die Kavallerie dann weiter. Wir rücken ab, Sultan. So. Formieren uns gemeinsam. Weiter marschiere ich nicht. Irgendwo müsste dann ja noch einer sein, der die Volljährigkeit erlangt hat. War das hier vorne denn irgendwo? Ah, ja. Na gut. Was sind meine müden Augen? Keine Spuren hinterlassen, Sultan. Bin bereit, mein Sultan. So, mal gucken, ob die Schlange zuschlägt. Das war aber eine brutale Schlange. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt so angreifen können. So, und das ist jetzt zum Beispiel auch, was ich meine. Ich mache das jetzt einfach mal mit Absicht auch aus Demonstrationszwecken. Es ist jetzt relativ ausgeglichen. 1 zu 1. Dadurch, dass hier einfach nur irgendwelche Hauptmänner ohne Erfahrung sind, die zwar in der Überzahl sind, aber meine halt eben ein gutes, na, der nicht so, aber er hier ein relativ gutes Kommando hat.
Jetzt werde ich auch auf automatische Schlacht machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Feind gewinnt, obwohl es 50 zu 50 ist, ist ziemlich hoch, weil der Computergegner immer bei automatischen Schlachten Vorteil bekommt. Aber wir wollen mal gucken. Vielleicht habe ich ja sogar Glück. Ja, aber hier, klare Niederlage. Au, 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 das sind aber hohe Verluste. Und der hat kaum Verluste. Toller Scheiß, ey. Wo sind denn jetzt die anderen hingelaufen? Ah, hier. Okay. Edler Herr, wir marschieren beim ersten, wie mein Sultan befiehlt. Aber was ist denn hier? Hier ist ja nicht viel los. Da könnte ich vielleicht mal hin. Geh da mal rein. Und ihr geht da auch mal hin. Gut, dann lasse ich Jerusalem erstmal Jerusalem sein. Na, Assassin will ja, komm, bauen wir. Was, die soll ich einnehmen? Achso. Burg bereit zum Ausrüsten. Dumyat. Ah, kann ich aber momentan leider nicht ausrüsten. Muss ich kurz warten. Bis zur nächsten Runde. Dein Ereignis seiner Seite. Blabiblablub. So, brauche ich hier erstmal dringend was? Nee. Stadtgarde und so. Wobei, eine Stadtgarde wäre hier gar nicht so schlecht. Danach auch direkt der Ledergerber. So. Wir können einen Markt holen, bauen. Und die Trampelfahrt. Zack, zack. So. 6% nur. Plus Knabe, plus ein Agententalent. Plus 4 Agenten, plus 1 Montage. Gut, 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 gut. Na, nehmen wir mal 2 davon mit. Und gucken mal, ob wir das vielleicht jetzt hinkriegen. Der hat noch irgendwo hier hinten Dörfer oder so. Oder Städte. Oh mein Gott, ich muss gleich niesen. So, jetzt kommst du mal auch hier angewatschelt. So. Was wünscht ihr? Befehle? Nicht Bam hier. Aber die. Die. Und wobei doch, die Gulams können da mal noch. So, dann können wir die beiden Städte jetzt vielleicht einnehmen. Und von hier aus schicke ich mal. Auch noch eine Armee. Und zwar. Der noch mit. Gut, der Rest bleibt da erstmal stationiert. So. Dann kommt jetzt auch noch der hier unten. Ah, dann können wir auf den warten, bis der in Jerusalem angekommen ist. Und dann können wir nochmal versuchen, Jerusalem zu belagern. Und dann mal gucken. Nochmal Volljährigkeit. Der ist wieder hier in der Hauptstadt. Das heißt, hier können wir wieder ein bisschen. So eine Balliste wäre auch nicht schlecht.
bisschen Bogenschützen. So. Baubericht. Kairo. Na gut, hier brauchen wir erstmal nix. Dann, bam, hier hinten brauchen wir auch erstmal überhaupt nix. Und hier können wir mal Musterungshalle bauen, so. So. Er muss noch Ungläubige töten. Was wünscht er? Zeig diesen Ungläubigen keine Gnade! Gerd, der Kreuzfahrer. Oh, der... Das ist überhaupt nichts. So. Jetzt sind wir klar im Vorteil. Das heißt, das ist ein klarer Sieg für uns. 10 zu 3. Zack. Bumm. Das ist das Schicksal aller Ungläubigen. Sie gegen uns stellen. Sie haben für ihren Widerstand bezahlt, Sultan. So. So, mal große Stellmauer, Markt, Wirtshaus und die Diebesgilde reparieren. Und dann kommen da noch Minen und eine Fruchtfolge hin. Und zwei Leute, die wir fortbilden können. Folge vergrößert sich. Mission erfolgreich. 6 Einheiten Bauern. Kann ich verarschen? Oh mein Gott. Naja, gut. So. Jetzt können wir hier auch noch mal ein bisschen, ein paar Soldaten aufstocken. Und irgendwo konnte ich doch... Oh, hier... Ah, ne, Dumyat, genau. Festung verbessern, so. Okay. Es ist mir eine Ehre zu dienen. Nur mal jetzt hier gucken. Oh, das ist sogar der König. Mit 2 Katapulten. Klarer Sieg. Nun ist der König tot. So, hier setzen wir mal die Siedlung einfach nur. So, das brauche ich dann auf jeden Fall. Und jetzt werden die erstmal fortgebildet. Wie heißt der Ungläubige? Wie der Wind. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Beim Vor... Ah ne, stimmt, der saß einem Fass. Da ist er tot. Gut, und mein Spion, der guckt mal jetzt hier hinten, wo hier noch irgendwo die andere Stadt ist. Na, wird die wahrscheinlich hier oben irgendwo. Weil hier ist doch ein Weg, eine Straße. Immer der Straße folgen! Gut. Ort vorgeführt. Eine Meisterdiebesgilde. Den Hafen, da soll ich blockieren, habe ich hier eine Flotte. Warte mal. Das heißt, da oben ist auch noch eine Stadt von denen. Ach, scheiße, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ach, scheiße, jetzt habe ich es einfach weggedrückt. Oh, was ist hier los? Hier kriegt ihr Pflasterstraßen und eine Ratskammer. Sultan wünscht euch den Tod. So, der Kommando 3.
Also kommt der als nächstes raus. Wie kann ich dienen, Sultan? Na Arm! Na Arm! So. Rundenbericht. Mission. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Ja. So, zack. Ja, Sultan, eure Feinde werden rasch fallen. Nicht lang fackeln, Randa. Bumm. Die Armee der Ungläubigen wird nicht überleben. Belagern den Feind. Mächtiger Sultan. Ja, edler Herr. Zack. So, jetzt müsste ich aber eigentlich Jerusalem bekommen. Möchtet ihr die Mauern einnehmen? Ja, das möchte ich gerne. Jetzt greift er mich da oben an. Unsere Feinde wagen es uns zu belagern. Wenn sie zuschlagen, werden wir zurückschlagen. Na, okay. Da haben sie auch noch was. Ausgaben, Einnahmen. Okay. Rodung, dann kann ich hier eine Frucht vergehen. Bin bereit, mein Sultan. Gibt es ein Ziel? Oh, 11 Runden halte ich aus. Eure Befehle, mächtiger Sultan. Der fremde Hafen ist so. Wie mein Sultan befiehlt. Sultan! Die besetzen dann die Stadt. Mit einem Sieg beenden. Oh, 3 zu 2. Das wird knappi, knappi, knappi. Der stand da irgendwo im Hinterhalt. Die Sau. Die hier. Okay, komm schon. Sieg. Ja. Lang leben die Krieger des Islam. Ist das rot? Okay, Ausraum. Dieses Land gehört jetzt uns. Was wünscht ihr, edler Herr? Dies wird ein ehrenhafter Kampf. Ja, wir können. Alhamdulillah, wir haben gesiegt. So, Reparatur, Reparatur. Oh, da muss alles repariert werden. So. Jerusalem eingenommen. Heute feiern die Anhänger Mohammeds einen Triumph. Muslimische Heere haben Jerusalem eingenommen. Am heutigen Tag jubilieren die Anhänger des Propheten Mohammed. Die muslimischen Armeen haben die heilige Stadt Jerusalem eingenommen. Ägyptens triumphierende Armeen haben Jerusalem eingenommen. Yay! Ja. Gut, gilt es nur noch, die restlichen Truppen Jerusalems kaputt zu schlagen. Zack. So, und dazu marschieren wir mal hier oben hin. Inshallah, lasst niemanden entkommen! In die Schlacht!
Achso, 3 Runden soll ich den ja blockieren, den Hafen. Genau. So, dann können wir hier Stelle mal hinbauen. Und hier in der Fruchtfolge. Die wird ja noch repariert. Die wird schon gebaut. Hier bauen wir dann so ein kleines Ding. Warum hat er hier eine Kirche drin stehen? Nee, sieht nicht so aus. Nee, hat er nicht, okay. So, hier wird überall gebaut, außer hier. Kann ich hier mal die Verbesserung bauen. Und können dann eine neue Armee jetzt mal. Wie viel braucht er noch? 4, okay. Zack. Kann der nächste dann gleich da hoch marschieren? Wobei der kann in diese Richtung dann marschieren. Es ist der Wille des Sultans. Ja, wir nehmen dich mal an. Ein Agent entdeckt. Okay, den haben wir aber hingerichtet. Noch ein Agent entdeckt. Nochmal hingerichtet. Ereignis seinerseits. Blablablablub. Baubericht, Dümiat, Verbesserung zur Festung. Dann kommt hier eine Bewässerung hin. Und hier so eine Moschee hin. Stellen wir auf Verbesserung, Reparatur. Zack, zack. Zack. So, zieht euch mal zurück da. Wir sind zum Angriff bereit. Ihr habt das Lösegeld. Allah hat uns den Sieg geschenkt. Edler Herr, dies wird ein ehrenhafter Kampf. Wir stehen vor ihren Mauern. Beginnt die Belagerung. Ja, das habe ich vor. Sultan, eure Feinde werden rasch. Sollen wir mal hier ein bisschen aufräumen, ne? Haben uns lang genug zurückgedrängt. Zurückdrängen lassen von den jerusalemischen Truppen. Jerusalemischen Truppen. Mir fällt auf, bis jetzt habe ich auch noch keine einzige, keine einzige Schlacht selbst geführt. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht. Denn so kommt man wesentlich schneller voran. Sultan, das ist nicht möglich. Naam, Meister. So. So, da kann man hier hingucken. Da haben wir noch eins. Mann, warum hat denn der hier die ganze Scheiße eingenommen, ey? Heute ist die Reise zu Ende. Muss ich ja bis da hinten ganz marschieren. Naja, gut, oh. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Da kommt Jerusalem so gefällig nah. Sultan, Befehle? Oh, ich muss mal ein bisschen aufrüsten. So, der kriegt noch einen Bogenschütze. Und dann marschieren wir mal dahin. Wir lagern hier bis zur Morgendämmerung. Ja, lagert da mal. Oh, da hat er mich reingelegt. Furchtbar. Der Feind umlagert unsere Mauern. Da hat er mich jetzt richtig reingelegt, die Sau. Rundenbericht, Ereignis seiner Seite. Baubericht. Ja, komm.
Dann bauen wir hier, ja, ich weiß, der Part ist vorbei. Aber das bauen wir nochmal eben hier aus. Hier kommt eine Stadtgarde, die zwei eben hingebaut. Hat doch ein Schmied ist. Nee, Ballisma habe ich nicht. Ein Schmied wäre hier besser. So. Du kannst dann auch mal Pflasterstraßen, oder nee? Doch, Pflasterstraßen. Die beiden werden verbessert. Akon, du bekommst auch Pflasterstraßen. Und in Jerusalem wollen wir eine Bewässerung. So, zack. Beziehung verschlechtert. Jetzt greift er da an. Was ist denn das? Viel ist das nicht. Das heißt, da kann ich gleich eine Verstärkungseinheit hinschicken. Der läuft gleich von selber. Dann mache ich das mal eben so. Dann nehme ich das hier mal eben ein. Ehrenvoll. So, 2:1. Na, das müsste aber locker gehen. Geht doch. Natürlich. So. Und der kann direkt die nächste Stadt belagern. Nicht schützen, Sultan. Lasst mich für euch diese Siedlung einnehmen, Sultan. Na Arm. Wie kann ich dienen, Sultan? Die Armee der Ungläubigen wird nicht überleben. 1:1. Oh. Oh nein. Was habe ich getan? Befehle? Das ist überhaupt nicht gut. Ah, zu wenig geschickt. Naja, gut. Dann müssen wir halt den Arshof bald wieder zurückerobern. Aber wir sind ja schon mal weit expandiert. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Man sieht sich, man hört sich, man schaut sich. Bis denne, macht's gut, haut rein und tschüssikowski.